Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Und wir sind am Start vom Community Cup von Dave. Ihr kennt mich. Ich hab nie ein gutes Qualifying im Regelfall. Hab mich auf P11 qualifiziert. Und ich habe einen wirklich coolen Charge nach vorne gehabt. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Allgemein das Rennen. Ihr seht es an der Videolänge. Ich habe das Rennen nicht beendet. Aber ich wollte euch trotzdem den Charge, den ich durchs Feld gemacht habe, nicht vorenthalten. Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um generell keine Videos von mir zu verpassen. Und wir hören uns oder sehen uns in einer der anderen Videos wieder. Peace out. Ciao. Okay, ich hab 14er Abtrieb. Ich auch. Ja, ramm mich halt. Wie viel Heckflügel habe ich dann? Weißt du das ungefähr? Nee, ne? 16. Das ist dann das 3er Setup, oder? Nee, 4er. Ich bin, by the way, 6. Strong. Da stelle ich Flügel vor auf 22, oder? Wenn du das so haben willst. Weil fürs Regen wird natürlich ekelhaft. Ja, aber für den einen Slickstop zumindest mal. Ja, okay, stimmt, ja. Ich glaube, Jesper hat mehr Flügel. Okay, clear. So alt. Du hast auch 14, ne? Ja. Okay, mittleren Sektor bin ich ja komplett verloren. Ah, der mittlere Sektor ist echt unangenehm. Was hast du für Diff-Einstellungen? 50. Okay. Kannst du auf 54er BB gehen, vielleicht zur Rotation? Ich hab's gerade versucht, ich hab mich fast gespinnt direkt. Ich probier's mal. Ich zumindest. Ja. Da komm ich ja damit klar. Ja. Wo hast du dich denn gespinnt fast? Ja, Turn 4. Ah, okay. Beim Rennbremsen. Hat schon eine Warning. Ist hier gerade so ein DRS-Train drinne? Also Regen kommt ja im letzten, vorletzten Viertel. Mhm. Frage mancher Stopper, ey, das ist halt richtig ekelhaft.
Ich bin fünfter. Strong. Lauf sagt Jeff kein Regen, ey. Ja. Sehr schön. Bist gerade P4 geworden, ne? Ja. Sehr gut. Sagen, läuft eigentlich gut. Ich gewöhne mich tatsächlich an dieses Untersteuern. Ich glaube, ich sollte reingehen, wenn die hinten mir deutlich schneller werden, oder? Ja, hätte ich gesagt. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Wenn du bis dahin die Minus halten, ne? Bis der Regen kommt, wenn noch sagt, Chef hat nix. Emre hat jetzt schon kein EAS mehr. Krass. Wer? Emre. Achso, Emre. Bro, das ist ein 100%-Rennen. Ja. Echt, Leute, gibt die ganze Zeit dann EAS pushen. Aber muss man selber wissen. Weil er ist in dem Game einfach Arsch OP ist und wenn du keins hast, dann ja. Mann, Emre, man halt doch nicht dagegen. Es ist doch so dumm mit der. Er hat kein EAS, Alter. Das ist doch so. Ich verstehe es nicht. Ja. Ach, der hat einen Leck gehabt. Ups. Ja, Rennen ist noch lang. Ja, aber das. Ich verliere halt den Anschluss zu Chaos und so. Es ist dumm, was der macht. Also Spaß hin oder her, aber mach doch nicht dein Rennen kaputt. Vor allem meins dann. Nation Racer, danke schön davon. Bei der Strategie soll ich schon Runde 17 in die Box, aber das mache ich lieber nicht. Glaube ich. Nee, nee. Weil wenn die dann auf Mediums gehen, dann die halten, glaube ich, nicht bis dahin. Ich 23 soll ich reingehen. Ignoto ist ein wunderschön. Problem ist halt Chaos und Ziggy fighten halt auch. Das spielt dir halt Zügel in die Hand. Weißt du das Setup noch aus dem Kopf? 30 was? Was ist ein TT? Ja. 30, 24, oder?
Ja. Müsste. Aber ich denke, 22,18 passt schon. Ja. Ich überlege, ob auf 23 zu gehen, weißt du? Ja. Aber nicht, dass dann mit gebrochenen Reifen zu unstable wird. Wobei, das sind ja... Meinst du das Jano-Ding, ne? Ja, ja. Na gut, das sind ja eigentlich Rennstartups, deswegen. Der Jano-Startups waren 30. Letzte Kurve, steht jemand? Das ist jetzt ernsthaft so lange stehen geblieben? Ich hab schon einen Track Cut. Ist jetzt so lange stehen geblieben, bis das Safety Car kommt? Weiß ich nicht. Wir sind in die Box. Du könntest halt jetzt auf hart gehen, ne? Ja, theoretisch. Ja, das Safety Car ist nicht bei dir, das heißt du... Würdest du super viel Zeit sparen, kommst du gar nicht vor. Ich bin ja vorm Safety Car. Ja, ja, du bist vorm Safety Car, deswegen. Das hab ich gar nicht gesehen. Du könntest halt easy stoppen gehen jetzt, ich auch noch. Ich hab mich immer gewundert, wo das ist. Weil ich hole jetzt die Harten ab. Ja, das ist glaube ich besser, oder? Also ich gehe auf jeden Fall in die Box, weil ich kann mir das Setup ändern. Ja, das stimmt. Machst du es auch, 22? Ja. Okay. Ich hoffe, aber die Harden sollen ja bis dahin reichen, oder? Die Harden sollten reichen. Wenn davor kommt, davor kommen die Inters. Ich werde festgehalten. Ich hoffe, die kostet keine Zeit dann. Ein bisschen. Ja, jetzt wird mich auch nicht gekriegt. Ja, jetzt bist du auch auf hart. Ja, ist glaube ich auch das Beste. Und Fidori dreht sich nochmal. Warte, Emre und Tappe waren auf Mediums, ne? Ja, die sind nicht rein. Okay, wollte gerade sagen, Alter. Muss aber bei Emre aufpassen, der fightet. Moin, Luca. Ich wollte das aber eigentlich verpasst haben. Mit den Harz jetzt und dann... Hallo, Fidori, sag mal... Halt Abstand, halt Abstand. Der wird, die ist gut. Warum hat er überholt? Fedorik überholt einfach. Das geht? LOL. Der kann einfach alle überholen und kriegt keine Strafe. Der ist zurück überrundet. Hä? Geil. Wenn, der war halt 19, wenn du vielleicht direkt dran bist, vielleicht Marvin ist hier auf 20. Oh, krass. Ja, wenn das geht, wäre voll geil, jetzt mal ehrlich. Oh Gott, ich sollte mal einfach Reifen aufzumachen und Spritze verbrennen. Das sind Optimaltemperaturen für hart. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall knapp um 100 ist generell jeder Reifen. Weiß ja nicht, was für eine Mischung man hier fährt. Also mit C bis... Ja, hätten wir ein Strategiefenster, ne? Geht doch weiter, Matteo. Heute ist der Sonntag. Und wenn du so lieb fragst, Matteo, dann mach ich noch weiter.
Moin, McCollers. So muss das. Boah, da ich das so ausmachst, Anker. Ah, es kommt bestimmt auch nicht rein. McDonald, was geht? Mit Donald Duck. Wird es dann Open Lobbys geben? Ich glaube, ich fahre auch 100% drin danach. Im letzten Game hätte man das, glaube ich, nicht gemacht. Digga, Marvin, was machst du, Alter? Was ist denn los? Der ist halt zwischen mir und Chaos. Und der macht ganz komische Sachen. Ja. Ach, es wäre auch noch eine Runde. Ich hab schon zwei Warnings, wie sieht's bei dir aus? Noch keine. Alter, dieser Marvin, ey. Ja, genau. Ist er im Rückspiegel wieder angeschossen, kommt abbremst. Wir haben gerade schon 3 Sekunden. Ja, heute ist es. Also 54 kannst du eigentlich überall fahren auf jeder Strecke. Ey, Jungs, okay. Hört immer auf hinter mir, bitte. Alter, da haben wir schon die Inters ausgewählt. Richtiger Innesnap. Oder? Ja. Ja. Vielleicht alle auf hart bei dir vorne. Neben vorne ist Medium, ne? 2 vor mir sind noch Mediums. Die hinter mir alle hart, die du auch siehst. Wie geht's hinter dir aus? Ich nehme mir alles hart, Jesper hart, Underground hart. Stell ich meine Breakbase um, falls du noch nicht gemacht hast. 54, und klar damit. Okay. Weil ich glaube, jetzt für die falls du aufgehört hast. Nee. Ich werde wahrscheinlich für die Harts aber doch 55 gehen. Geh los. Ey, Junge, er verzögert einfach. Mach langsam, du hast frische Reifen. Dave hatte 3 Sekunden Strafe. Alter, die 22 Wings, Alter. Das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht, Alter. Ja. Oh, Tappe. Good job. Nice overtake. Ich hab Tappe einfach Kurve 9 überholt. Ruhig, 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 alles gut. Du bist schneller. Gewesen. Ja, okay. Ach, Digga.
Ich habe gerade keine Essen mehr. Kann man mal machen. Ja, schon riesen. Wer von den beiden hat DLs? Chaos. Und beide sogar. Scheiße. Ja, mit Karl jetzt noch nicht. Bei der Alpha sind wir ja nicht die Zeitstrafe. Okay, Jeff sagt 15 Minuten Regen. Kriegst du ihn? Ja. Sauber. Puh. Ja, entspann dich erstmal, ich greife nicht an. Mach einfach Muscle Key vor ein Ding von 2020. Wenn ich schnell die Runde leider nehmen müssen. Ja, alles gut. Ich sehe leider nicht, wo wir schneller sind, dass wir vielleicht mal, weißt du, durchpushen könnten, dass wir so aus dem DRS fahren könnten. Ich gebe schon mein Bestes. Ja, alles gut. Ich sehe noch keine Lücke. Nicht langsam. Ja. Vor allem Chaos, nicht, ey. Ja, ist richtig. Safety Car. Uff. Das ist natürlich jetzt schön. Was macht denn Jeff jetzt?
10 bis 15 Minuten. Also so eine Dave-Taktik, dass er so auf Inters geht und es regnet dann? Nee. Das wäre ja krass, wenn 10 bis 15 Minuten dann doch jetzt schon, Alter. Dann fress ich einen Besen. Ja, guck mal, was mein Jeff sagt. Ja, 10, 15 Minuten. Ja. Was sagt Reifen bei dir? 10% ist höchste hinten. Ja, bei mir auch. Hinten rechts? Bei uns alles 8. 9. Hinten rechts 10%? Ne, 9. Hinten links so. 10. Hä, bei mir ist hinten rechts. No plans to safety car, legit safety car draußen. Ja, echt, ja. There are no plans for a safety car. Safety car is out. Okay, keiner geht rein theoretisch. Ja gut, wir könnten halt auf Mediums gehen, ne? Ah, nee. Chaos, Alter! Hä? Was? Was ist denn jetzt passiert?